Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch meine beiden Asam Wundertüten, die ich wie erwartet vor Weihnachten kaufen konnte, weil wie erwartet vor Weihnachten es tatsächlich diese Wundertüten bei Asam Beauty zu kaufen gab für wie immer 34,99 € das Stück. Und es sollen 5 Beauty-Produkte aus dem gesamten Asam Beauty-Sortiment enthalten sein. Also es gibt ja die reinen Make-up-Wundertüten und das sind die klassischen mit größtenteils Pflege. Neuerdings ist immer noch ein Make-up-Produkt enthalten. So, ich habe in beide schon reingeschaut, es tut mir leid, ich war so neugierig. Aber ich werde es jetzt euch auch nochmal zeigen in diesem Video. Kommen wir mal zu der Tüte, die mir besser gefällt. Und zwar habe ich hier ein riesen Duschgel, 750 ml Happy Orange aus der Bath & Body Reihe. Also darüber habe ich mich schon wirklich sehr gefreut. Also ja, es ist riesig, das heißt, ich werde daran Ewigkeiten haben. Aber ich finde die Flasche wirklich schön und ich mag die Duschgele von Asam Beauty sehr gerne. Also die sind für meine trockene Haut wirklich sehr gut geeignet. Die mag ich mittlerweile am liebsten. Und Happy Orange kenne ich auch noch nicht. Es hört sich nach einem Duft an, der immer geht. Also bei mir war zum Beispiel Chai Latte war ein Duft, den konnte ich nicht immer verwenden. Also der ging mir dann irgendwann auf die Nerven. Während Orange ist normalerweise ein Duft, den kann ich immer verwenden. Ich habe noch nicht dran gerochen. Das mache ich jetzt mal. Ja, es riecht nach süßlicher Orange. Also ich glaube, das wird mir wirklich gut gefallen. Und ja, also wie gesagt, darüber habe ich mich wirklich gefreut, auch wenn ich weiß, dass ich daran sehr lange haben werde. Dann hatte ich als nächstes etwas, das hatte ich schon häufiger in den Wundertüten, und zwar das Resveratrol Serum Essence of Youth. In 100 ml. Das hatte ich, wie gesagt, in meiner letzten Wundertüte schon, habe ich noch nicht ausprobiert. Also das wird dann höchstwahrscheinlich ein Produkt werden, was ich in eine meiner nächsten Verlosungen packen werde. Dann hatte ich, wie in letzter Zeit auch immer, hier so ein Täschchen. Also da ist als allererstes dieses Spitzentäschchen mit drin, das hatte ich das letzte Mal auch schon. Ich finde es vom Design her eigentlich nicht schlecht. Ich habe schon in anderen Videos gesehen, dass andere das nicht so toll finden, aber ich finde es besser als andere Täschchen, die ich von Asam Beauty schon hatte. Dann diese Neck and Décolleté Kollagen Maske hatten wir beim letzten Mal auch schon mit drin. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Und als letztes, darüber habe ich mich gefreut, so ein kleines Keratin-Shampoo in 75 ml Rebuild Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. Also das finde ich gut. Da habe ich mich gefreut, weil so ein kleines Shampoo, das probiere ich gerne mal aus. Aktuell habe ich von der Ahuhu-Reihe das Blaue in Anwendung, das Hyaluron-Shampoo. Damit bin ich auch ja, schon größtenteils zufrieden. Dann hatte ich hier auch einen Lipgloss, den ich beim letzten Mal schon hatte, in Juicy Red. Nachdem ich ihn jetzt nochmal habe, also den letzten habe ich weiter verschenkt, jetzt habe ich ihn nochmal, jetzt werde ich ihn dann wohl tatsächlich behalten. Also vielleicht sollte er dann bei mir sein. Ja. So, und als letztes in dieser Tüte habe ich von Perfect Tur mit Retinol, einen Hauptoptimierer mit Soforteffekt in 30 ml. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also von dem Produkt habe ich noch nie was gehört. Das werde ich definitiv ausprobieren. Und das soll Poren und Falten minimieren, mattieren. Und das soll man direkt auf die Falten auftragen oder auf das gesamte Gesicht nach dem Make-up. Also es steht hier tatsächlich nur auf Englisch drauf. Ich werde da nochmal online suchen, ob ich da noch eine Beschreibung finde, weil hier ist irgendwie Chinesisch und hier ist dann, glaube ich, Französisch. Ja, Französisch. Aber ja, das werde ich mal ausprobieren. Das ist ein Produkt,
Das kenne ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt. So, und das war meine erste Tüte. So, und jetzt kommt noch die zweite Tüte. Mit der war ich jetzt ein bisschen weniger glücklich, weil ich habe tatsächlich schon wieder dieses Körperpuder bekommen. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal bekommen. Also ich habe es einmal in der grünen Variante Vino Gold und das hier in der Variante hatte ich beim letzten Mal in der Wundertüte. Das Vino Gold habe ich in Anwendung. Das hier habe ich noch nicht ausprobiert, also wird das wahrscheinlich auch in meine nächste Verlosung wandern, weil so viel Körperpuder verwende ich jetzt persönlich nicht. Als zweites habe ich hier von Collagen Lift das Serum in 130 ml. Das hatte ich beim letzten Mal auch in der Wundertüte. Das hatte ich davor auch schon in der Wundertüte. Das allererste waren, glaube ich, 100 ml. Das habe ich jetzt fast aufgebraucht. Das mit 130 habe ich jetzt schon wieder in meinem Bad stehen als nächstes, weil ich mag dieses Serum wirklich wahnsinnig gerne. Also Collagen Lift, das mag ich wirklich gerne. Die Verpackung ist auch wirklich wahnsinnig schön. Aber ja, ich hätte mich halt über ein Produkt, das ich noch nicht kenne, ein bisschen mehr gefreut. So, dann mein Highlight aus dieser Tasche ist der Argan Conditioner in 200 ml. Darüber habe ich mich wirklich gefreut. Weil ich habe zwar noch ein Shampoo von Asam Beauty, aber kein Conditioner mehr im Backup. Ich habe aktuell auch diesen Conditioner aus der Hydro-Reihe in Anwendung. Aber wenn der leer ist, habe ich keinen mehr von Ahuhu. Und deswegen war ich froh, dass ich hier noch einen habe, weil das passt dann zu dem Shampoo, was ich noch habe. Und dann war auch hier ein Täschchen mit drin, eines, das ich noch nicht kenne, in so einer bunten Optik. Das gefällt mir jetzt persönlich weniger als das in der Spitzenoptik. Aber das ist ja auch immer irgendwie ein bisschen persönlicher Geschmack. Immerhin ist es mal ein anderes Täschchen. Dann ist auch hier wieder diese Neck and Décolleté Maske mit drin. Und als drittes Produkt eine Hyaluron Repair Cream. Die 24-Stunden-Creme in 20 ml. Das finde ich auch gut. Die kenne ich noch nicht, die würde ich gerne mal ausprobieren. Und als letztes Produkt, und den finde ich wirklich toll, habe ich hier einen Nagellack mit drin. Und den habe ich tatsächlich heute schon aufgetragen, weil da war ich einfach so gespannt. Der hat mir wirklich gut gefallen von der Farbe her. Und zwar ist das die Farbe Flirty Flamingo. Und es soll ein sanft fröhliches Pink sein. Also ich weiß nicht, für mich ist es eher Peach als Pink. Aber es ist trotzdem ein sehr schöner Ton. Also den habe ich jetzt schon verwendet und den werde ich auch definitiv behalten. Also immer wenn ich jetzt einen Nagellack behalte, muss ein anderer mich verlassen. Also muss ich jetzt für den einen raussuchen, den ich dann aus meiner Sammlung gehen lasse. Aber den finde ich wirklich schön. Also das ist so eine Farbe für mich, die mag ich. Weil irgendwie es ist knallig, aber nicht zu knallig. Also darüber habe ich mich wirklich gefreut. Und es ist hier auch noch eine kleine Nagelfeile mit dabei. So, und das waren meine beiden Asam Beauty Wundertüten. Also, mein Fazit ist, ich bin zufrieden. Ich finde, für 34,99 pro Tüte kann man da wirklich nichts sagen. Es ist halt immer ein Lotteriespiel. Und ich finde, dass die Tüten schon mal ein bisschen abwechslungsreicher waren. Ich habe bei anderen Videos angeguckt, die mehr Glück hatten, also die wieder diese riesen Shampoo-Flaschen drin hatten. Da habe ich halt schon wieder dieses Körperpuder, das nervt mich wirklich ein bisschen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Was sagt ihr dazu? Habt ihr euch auch eine Wundertüte bestellt? Wenn ja, was war denn bei euch so drin? Wie gefallen euch meine Wundertüten? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar. Und falls euch mein Video gefallen hat, abonniert doch gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Gebt mir einen Daumen nach oben und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.